Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Und zwar folgendes. Ich lese ja die Kommentare unter den Videos, ja. Und der Awesome, der immer ganz gute Tipps gibt, den habe ich mal durchgelesen. Der hat geschrieben, es gibt eine Strategie, wo man sechs Raupen, also Crawler, in eine Linie setzt mit Säure. Ich habe das Kommentar nicht ganz zu Ende gelesen, offensichtlich, weil ich habe jetzt nämlich fünf, sechs Runden gemacht, wo ich gesagt habe, cool, dann machen wir das mal. Vielleicht gibt das ja was. Ich kann es mir nicht vorstellen, ne? Wo ihr einfach die Crawler setzt in eine ganze Reihe, macht die Säure an und mir war schon vorher klar, dass es niemals funktionieren kann, weil die Säure macht halt prozentualen Schaden und nur in Einheiten, die langsam sind. Ne? Wenn schnell durchläuft, macht das gar nichts im Prinzip. Ja, also fast nichts. So, jetzt habe ich aber gesagt, okay, er hat das geschrieben, ist eine Strategie, klar, ist halt Troll wahrscheinlich, aber wie bei allen Trollstrategien, ist Dummes tun, um Gutes zu lernen. Ja? Nach dem Motto habe ich jetzt fünf Runden gemacht, habe auch irgendwie 10.000 Punkte abgegeben bei der Geschichte, war sehr schmerzhaft, alles in Ordnung soweit. Und jetzt habe ich nochmal nachgelesen, tatsächlich meinte er nur, wenn der Gegner sich vorne aufstellt. Also ich habe jetzt umsonst diese Schmerzen nachempfunden. Okay, aber ich habe gedacht, ihr könnt jetzt trotzdem davon profitieren. Von daher, ich habe das jetzt 5, 6 Mal gemacht. Ich mache jetzt ein Spiel mit dieser Strategie, damit ihr euch das angucken könnt. Da könnt ihr auch ein bisschen Spaß dabei haben. Und dann legen wir das zu den Akten, das Ganze. Also, Vorwarnung, ne? Disclaimer, macht das nicht zu Hause, Kinders. Ja? Und sagt zumindest nicht, ihr habt es von mir dann. Jetzt machen wir das. Also einfach eine Reihe Crawler setzen, den Toxic geben und gucken, wie keiner dran stirbt, außer ich selber. Aber ich will ja selber dran sterben würde, nicht mal das passiert eigentlich. Suche nur immer einen guten Gegner dafür. Aber ich habe heute jede Menge Karma-Punkte bekommen. Ich habe so viele Punkte verschenkt an Leute. Also wenn ich mindestens als Kuh wiedergeboren werde, zumindest als Lama, obwohl Lama schon fast besser als ein Kuh ist, ne? Also auf jeden Fall irgendein Wiederkäuer, dann wäre ich schwer enttäuscht. So, gegen den Piraten. Okay. Ja, mach mal jetzt. Ich hoffe nur, dass er keine Lufteinheiten baut, damit man zumindest das minimal rechtfertigen kann. Aber es wird niemals klappen. Niemals, ne? Weil ich kann jetzt 1.000 Probleme runterrattern, die ich bei meinen Tests begegnet bin. Das Hauptproblem ist einfach, dass der Gegner keinen Schaden davon nimmt. Und das zweite Problem ist, dass eure Armee, vorne stehen die Crawler. Und hinten stehen die langsamen Einheiten, weil ihr nicht selbst in diese grüne Gülle laufen wollt. Und von da ist eure Armee von Anfang an so weit auseinander, dass das totaler Käse ist, ja. Ich habe sogar ein Spiel geschafft, da habe ich es eben geschafft, dass die gegnerische Armee, da ich die in den Kampf zwinge, während die im grünen Zeug stehen bleibt, das war denen egal. Die haben so wenig Schaden davon genommen, dann bist du einfach tot gewesen, ja. Also selbst wenn man das timen könnte, was man nicht sinnvoll timen kann, meiner Meinung nach, selbst dann hat es zu wenig Effekt. So, wir haben jetzt das beste Szenario, was es gibt. Ja, Rhino kommt, der nimmt davon Schaden, die nimmt davon Schaden, der nimmt davon Schaden. Also ein besseres Szenario für die Strategie, als ihr jetzt seht, gibt es nicht. So, dann packen wir schon mal die ersten hin. Der Trick ist jetzt, dass man bei den Crawlern nicht zu früh zeigt, was man machen möchte. So, ist auch egal, ob er die horizontal oder vertikal stellt. Ich stelle die jetzt vertikal, damit der denkt, dass ich damit irgendwas vorhabe. Zum Beispiel, dass ich dann Rhino da reinsetze und dann mit dem Beacon laufen will. Ja? Wenn ich hier einfach in einer Linie stelle, dann weiß er schon, was da Ansage ist. So, und den einen, den stellen wir einfach an die Seite. Na, nicht zu früh sagen, was man machen möchte. Die sind dann in der Backline gleich. Also das grüne Zeug verteilt ihr nicht systematisch besser, wenn die horizontal stehen. Das habe ich früher auch gedacht, das ist nicht so. Hängt aber vom Gegner ein bisschen ab, ne? Aber das ist relativ egal, wie es aufstellt. Ich habe das lieber zur Ablenkung jetzt so. Ja, die Artillerie bei der Vorhand stand, hätte ich den bekommen, aber ne? Ich muss ja gleich noch andere eine hinstellen. Also die Crawler-Linie hat nur die Funktion, das grüne Zeug am Boden zu verteilen, ja? Also da werden die komplett geopfert und der Rest der Medien baue ich jetzt unten auf. So, eine Sache, die ich jetzt schon gelernt habe in meinen Tests, ist, dass die Sledgehammer in irgendeiner Form halt Leben verlieren durch das grüne Zeug, aber nie genug. Aber wenn ich jetzt einen Quick Reload bei meinem Marksman habe, kann ich die relativ schnell kaputt machen. Alternativ kann ich auch Dings da, eigene Sledgehammer machen, kommt von den Karten immer ein bisschen ab. Genau, hier kriegen wir zum Beispiel Sledgehammer, dann kann ich hier auch abknallen, dann machen wir es damit gleich. Aber jetzt machen wir erstmal hier mit weiter. Das machen wir in der nächsten Runde. So, jetzt haben wir die gleich aufgestellt, die ich haben will. Jetzt haben wir das Zeug überall liegen gleich. Nächste Runde kommt noch ein Rhino dazu, hat auch Sledgehammer genommen. Guck gerade, wie die Verteilung vom grünen Zeug wäre. Ne? Hier ist zum Beispiel ein Loch jetzt. Und da müssten wir eventuell hier gleich nochmal in die Mitte einstellen. Oder halt mit dem Beacon das grüne Zeug gezielt irgendwo hinbringen bei Bedarf. Also gut ist, wenn ich das grüne Zeug anmache, werden die Rhinos beide sterben. Ne?
Und daher will ich das später ausgeben in der Hoffnung, dass er noch irgendwie Geld investiert, dass er noch einen dritten Rhino holt, dass er den auflevelt, dass der ein Upgrade vergibt. Ich möchte, dass die maximalen Schaden nehmen. Das heißt, das grüne Zeug will ich nächste Runde, also jetzt kommende Runde nicht aktivieren, sondern die Runde danach, ja. Ich will, dass er das jetzt kaputt macht. Ich will, dass er Geld in die falschen Einheiten pumpt. Teufel, auch sogar eine knappe Runde. What the fuck? Okay. Also wenn das jetzt klappt, ne, dann müsst ihr mir das glauben, dass ich die 6 Runden davor verloren habe damit. Ich spiele sicher keine zweite Runde damit. So, also wie gesagt, diese Runde noch nicht. Aber wir können schon mal anfangen mit den Sledgehammern. Dass wir die hier unten verteilen. Gegen seine Sledgehammer sind die dann gleich. So, packen wir noch einen dazu. Ah, ist egal, immer mal so. So, ich hatte das Upgrade vergeben. Traum! Und nächste Runde gibt es dann Tor. Ja! 4 von den Dingern! Okay, und nächste Runde macht man dann das Toxic. Die Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist: Haben wir genug Crawler? Ich würde sagen, es könnte funktionieren. Es ist genug, wenn wir um die Füße liegen haben, das Zeug. Oh Gott, das wird jetzt sogar klappen, vielleicht, ne? Nein! Es ist schon eine komische Welt, ich sage es euch. Die Frage ist natürlich jetzt nur, hier negative Effekte. Also kann er das anmachen, damit er keinen Schaden von der Säure nimmt? Ich würde fast sagen, ja. Und dann klappt das nämlich wieder nicht. Also die Strategie wird einfach durch alles gekontert. Also ich glaube nicht, dass der 20 Sekunden Timer ausreichend ist. Also der ist aus dem grünen Zeug raus, bevor das wirkt. Also und da wird er einfach 450 ausgeben und ich bin gehardkontert. Ich mache es jetzt an, aber das wird wahrscheinlich, ne, vorbei sein. So, da hast du. Ist die Frage, was diese Runde schon anhat, aber er macht sonst die Runde danach mit Sicherheit an. Also ich muss jetzt die Dinger da irgendwie töten. Ja, dann machen wir einfach die Panzer auf Schaden, oder? Ist sicher ein bisschen originell. Aber ich möchte das machen. Also jeder, der 4 Rhinos baut, der gibt das früher oder später aus, das Ding, ne? Ohne jede Frage. Spätestens jetzt, wenn er sieht, dass er halt das grüne Zeug stirbt an den Seiten. Also wenn er denn stirbt, ne? Die sind ja schon. Also eigentlich müsste der mehr Schaden nehmen, hätte ich gesagt. Weil der Heal ist einfach schon zu stark anscheinend auch. Naja, die stehen nicht lange genug drin. Vielleicht, wenn ich gleich die Panzerreihe weiter vorne hinstelle, dann stehen sie ein bisschen länger drin, aber das wird vorne und hinten nicht klappen. Also sogar gegen die theoretische Hardcounter, das ist ja die Hardcounter dagegen, wenn er das nicht ausgibt, die Fähigkeit. Sogar das wird einfach outhealed von denen schon, wenn die Level 2 sind. Ne? Ich meine, sogar der Level 1 wird das outhealed. Naja. Das Problem halt bei den Rhinos ist, dass die auch zu schnell sind. Besser wäre, wenn man Dings hätte. Ne? Genau, Dings. Wenn das dickere Gegner wären. Ich glaube nicht, dass das laufen wird. Also das Beste, was ich mir jetzt vorstellen könnte, wäre, dass ich vorne die Artillerie hinstelle, um das zu verstärken. Ich könnte ihnen auch kurzfristig noch einen Burst geben. Also die einzige Lösung, die ich jetzt noch sehe, ist, dicke Artillerie an die Front zu stellen. Wenn ich denen 200% mehr Schaden gibt, ist wahrscheinlich trotzdem zu wenig. Wird wahrscheinlich aber auch schon zu wenig sein hier. Gucken, dass wir noch eine Runde im Spiel bleiben. Und nächste Runde gebe ich dann den Leuten den Schaden am besten aus. Kann ich denn hier vorne zumindest die von hinten ein bisschen ärgern? Jetzt ist auch gleich Level 3, ne? Wenn ihr den so entstellt, dann sterben die nicht durch den Satellit gleich. Dann bleiben 3 über, wenn der nächste Runde den Satellit countern will. Okay, aus irgendeinem Grund hat er nicht das ausgeben wollen. Der macht es mir jetzt nicht besonders schwer, aber trotzdem ist es zu schwer in der Strategie damit. So, jetzt nochmal eine Artillerie-Salve links und rechts rein. Der ist zu hoch. Den haben wir jetzt wahrscheinlich, aber der rechts, der ist schon zu high level. Der geht nicht mehr tot. Nicht mal der geht tot. Sehr gut. Naja. Jetzt kriegt zumindest das Headquarter. Und jetzt gebe ich denen Spam und 200% mehr Schaden, 150%. Aber die heilen sich einfach viel zu schnell hoch. Also ich kann mal gucken, ob ich den Teppich noch in der zweiten Linie legen kann.
Ich sehe es nicht kommen, ich sehe es nicht kommen. Aber sie sagt egal, also egal ob der jetzt Rhino spielt, ne, da wäre es mit dem Klick einfach sofort aus gewesen. Oder ob der Mustang-Spam macht oder irgendwas. Ihr verliert immer mit der Strategie, immer. Die einzige Möglichkeit, wie das funktioniert, ist, er stellt einen Giant dahin. Ja, sogar Sledgehammer sterben nicht dadurch. Also von daher. Ich dachte mal, ich liefere das aber nach, ne? Weg mit meinen Karma beim Punkten. Oh, ich habe keine Punkte diesmal verloren. Eben tausende Punkte verloren im Spiel. Ich dachte, ich liefere das mal nach. Ich mache es gerne nochmal, ja, wenn wir schon mal Troll sind. Und dann ist das für heute vorbei, das Ganze. Aber dafür will ich mindestens als Lama wiedergeboren werden. Mindestens. Peru auf dem schönen hohen Berg mit Aussicht. Auf keinen Fall ist eine dieser komischen crazy Bergziegen. Ich habe mal ein Video gesehen, da laufen die Bergziegen fast im 90-Grad-Winkel die Bergwände hoch. Voll crazy, die Viecher. Weiß nicht, ob man mal eine abstürzt, sah nicht so aus. Also das sah völlig unnatürlich aus. Aber das machen wir nicht. Auf keinen Fall. So, jetzt machen wir es nochmal. Ich hätte echt gedacht, wenn es irgendeine Chance hat, dann vielleicht eher gegen Rhino, wenn er nicht das Upgrade ausgibt. Aber nicht mal, wenn das Upgrade nicht ausgeht, geht es nicht. Alles nicht gut. Ich habe es auf verschiedenen Fassungen schon gemacht, das Ganze, ne? Also mit Sledgehammer-Spam, mit Marksman-Spam dahinter, ne? Alles Mögliche. Klappt alles meiner Meinung nach nicht. Aber hat Awesome ja auch nicht geschrieben. Ne? Der weite das, glaube ich, für einen ganz besonderen Fall und nicht für generell. Ich habe es halt nur nicht vollständig gelesen beim ersten Mal. Und dann gedacht, bist du dumm? Und dann habe ich es nochmal gelesen und gemerkt, okay, das war auch anders gemeint. Aber es ändert ja nichts daran, dass man es trotzdem versuchen kann. Ne? So. Ich habe erst immer ganz unten hingestellt, ich mache jetzt immer ein bisschen weiter mittig. Ist zwar ein Risiko wegen der grünen Gülle, aber kalkuliert es. Kann ich auf den Gegner wetten? Nee. Das habe ich geholt. Rhino. Also heute habe ich bestimmt schon meine 6.000 bis 10.000 Punkte eingebüßt. Ja, wir bauen jetzt noch mehr Crawler auf. Das Beste, was passieren kann, ist, dass ein Gegner einen Vulcan gegen euch spielt, ne? Dann haben die einen kleinen Nutzen, die Teile. Aber selbst dann muss er euch noch ein bisschen entgegenlaufen. Ja, wenn ich mehr als ein Upgrade vergebe, kriege ich da was raus am Schluss. Ich mache ja eins für die und eins für irgendeinen anderen irgendwann, vermute ich. Und dann habe ich halt, ne, Geld gespart. Und ich brauche am Anfang das Geld nicht. Angriffskraft gegen Crawler. Mehr als töten kannst du die auch nicht. Ne? Sledgehammer muss man ein bisschen aufpassen, die können auch EMS drin haben, genau hat er nämlich. Das heißt, wenn ihn das grüne Zeug stört, muss er nur 300 Punkte ausgeben und die gesamte Strategie ist im Papierkorb. Ich habe aber noch nie einen Spieler gesehen, der das auf Sledgehammer drin lässt, das Zeug, ehrlich gesagt. Also von daher, ne, muss er das nur anmachen und ich bin aus. Das war witzig. So, wir können gewisse Key-Einheiten rausnehmen. Hast du da auch ein EMS drauf? Da Gott sei Dank nicht. Ja. Noch ein Feuerchen machen? Ich glaube nicht. Ich mache jetzt einfach schon mal diese Runde an. Gucken, vielleicht läuft es ja besser ins Frühjahr an. Ich sehe es persönlich noch nicht woher, aber checken wir das mal. Und ja, nächste Runde müssen wir mal gucken, wo wir den Schaden hernehmen wollen. Hier ist auch schon Level up. Also wie es im Moment aussieht, würde ich sagen, dass ich mit Marksman gut fahren würde dagegen. Wahrscheinlich dann Quick Reload, weil die alle so Half-Life oder so bei mir dann ankommen.
So, jetzt haben wir hier die ganzen Minenfelder sozusagen gelegt. Und da sieht man hier die Schäden, ne? Das ist ein langsamer Fang und selbst den interessiert das überhaupt nicht, das Zeug, ne? In keinster Weise. Ich muss mal gucken, wenn ich die kämpfe, wobei die sind ja schon auf dieser Höhe ungefähr, ne? Ob ich die ein bisschen weiter oben forcen kann. Könnte man dafür Sledgehammer oben hinstellen, aber die stehen da genau drin. Also was ich jetzt machen sollte, wäre wahrscheinlich mehr Marksman einfach holen, um sowas rauszuholen. Und ne, wenn die ein bisschen Lowlife sehen, kann ich den auch wegsnipen. Aber ich denke, was ich dafür investiert habe, dafür, dass die halt 10% Leben oder so verlieren, da schon der helle Wahnsinn. Speed, damit die das noch weiter bei ihm drüben vielleicht legen. Sah so aus, ob ich das gebrauchen könnte. Und wir machen jetzt hier weiter. Rechtzeitig ist der noch, okay. Ja. Ah, Lower Damage heißt halbieren. Okay, mehr als halbieren, das wollte ich wissen. Jetzt habe ich nicht auf den DPS geguckt. Also ihr braucht das trotzdem nachher, um diese kleinen Dinger wegzuhauen. Nur gegen den hat sich das nicht gelohnt, ne? Falls er nochmal wiederkommt, stoppen wir den mal kurz und dann können die ein bisschen mehr ballern. Danke. Das hat sich sogar gelohnt, dass ich das ausgegeben habe. Also wenn mehr als einer hingegangen wäre. Nur einer hingegangen, super. Naja, ist die nächste Konter natürlich, einfach nur noch Luftwaffe spielen. Das ist grünes Zeug auch völlig umsonst. Satellit! Viel Spaß damit, mein Freund. Und? Das Upgrade hat mich das gekostet. Ohne das Upgrade wäre er tot gewesen. Ja. Okay, aber vielleicht dreht sich das Ganze ja jetzt ein bisschen. Aber man merkt, glaube ich, schon, dass. Ne, Zeit haben wir nicht. Man merkt, glaube ich, schon, dass ich einfach nicht mehr rankomme an irgendwas hier. Und er kann das ja jetzt auch einfach beenden, das Spiel mit einer Atombombe oder so ein Zeugs, ne? Entsprechend mal zwei, drei Schilder aufstellen. Zumindest die Atome, damit die ganze Armee ausnockt. Und ansonsten Range vergeben. Speed, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter drüben legen, das Zeug. Defense bringt uns nicht weiter. Aber wenn er nochmal von der Seite kommt, ach, macht er sogar. Okay. Knocken wir den jetzt einfach aus. Hat wahrscheinlich ein Schild ausgegeben, aber ich knock den vielleicht trotzdem aus. Ich habe ja jetzt auch ein Schild, ne? Mit Double Shot, bam bam bam, also mit Quick Reload. Dann kann er wenigstens leveln. Die laufen einfach durch und da passiert nichts an dem grünen Zeug. Ist ja halt ein bisschen Lowlife, wenn ihr das so nennen wollt, aber das ist noch nicht mal ein Sniper-Schuss, hat das ausgemacht, das ganze Grüne. Und so läuft das in den meisten Runden. Trotzdem, also was bisher am besten gelaufen ist, das ist jetzt die siebte Runde, wo ich das schon mache, den Troll, ist halt wirklich die Marksmen mit dem Quick Reload, weil die ein bisschen angeschlagener sind vielleicht, aber vielleicht hätten die Marksmen auch ohne die ganze Scheiße gewonnen und hätten die ersten vier Runden nicht aufgeben müssen dafür, ne? So, jetzt die stärker machen die Freunde. Bisschen mehr Rums oder ein bisschen mehr Reichweite. Erstmal die Sniper ausgeben weiter. Er könnte halt jetzt auch einfach mit Crawlern hier immer wieder reinlaufen. Da müssen wir gleich mal gucken. Mal einen zweiten, der da mitballert. Links ist inzwischen auch einer. So. Schilde bleiben ja jede Runde stehen. Ansonsten einfach nochmal Range ausgeben. Ich weiß nicht, ob das Speeding sich gelohnt hat. Ich habe leider nicht hingeguckt. Ansonsten kann ich nur nochmal die Schilde hier verstärken. Vielleicht für die da vorne, damit da keine Satelliten die ausschalten. Ich glaube nicht, dass das irgendeinen Nutzen bringt. Ich kann das Geld halt nicht ausgeben. Ne? Es sei denn, ich will jetzt hier noch mehr Upgrades einfach spammen. Ich würde gerne noch eine Runde warten. Hat die verkauft? Ne, weggeportet die Westen. So, die stehen jetzt komplett in dem grünen Zeug drin, ne? Da passiert nichts. Also die müssen eine Stunde drin stehen. Aber ich brauche mehr Flächenschaden hier vorne. Also ich sollte mir überlegen, dass ich vielleicht eine Artillerie für diesen Frontabschnitt und für den aufstelle, gerade für den rechten hier.
Damit die Marksmen das nicht alles machen müssen, den kleinen Vieh. Und er steht die ganze Zeit da drin, die ganze Zeit, wenn der Fight läuft. Wie wenn das jetzt läuft, ne? Ich kann euch nur warnen, mehr kann ich nicht machen, wenn ihr es nachmachen wollt, auf eigene Gefahr nur. Sagt nicht, die Idee war von mir am Schluss. So. Also die Idee war leider von mir offensichtlich, aber es hat nicht, dass ich empfohlen habe. So, der Lee. Naja, also ich glaube schon, dass sich die Artillerie rechts und links eine lohnt. Er hat ja so viele jetzt von den kleinen Dingern, da lohnt sich noch eine dritte leider. Und dann nuke man das hoffentlich alles danach weg. Kein Feuer dabei. Schild weg. Macht nur 35k, ne? Die haben 40k und meine haben noch mehr als 40k und da passiert da jetzt nichts. So, die Front liegt. Hat jetzt Schilde ausgegeben für seine kleinen Viecher. Ich kann hoffen, dass meine Adri mal irgendwann da reinballert. Dann kriegen wir die Schilde relativ schnell weg. Geht nicht schnell genug. Die sterben auch, ne? Also es geht durch die Schilde, das Zeug. Aber ihr seht schon, die haben jetzt kein Leben, aber immer noch ein Schild. Also man kann das mit einfach allem kontern. Der hätte auch einfach Flugzeug-Spam machen können oder so. Ne? Da hätte ich auch keine Chance gehabt. Da kommt er einfach nicht raus. Die Strategie, und der steht auch wieder die ganze Zeit drin, ist der absolute Garbage. Absolut. Ihr könnt das nur gegen Giants benutzen. War mir vorher schon klar, aber solche Tests, ne, wenn man es nicht klar gewesen wäre, hätte einem das nochmal sehr deutlich vor Augen geführt, glaube ich. Ich hätte tatsächlich erwartet, dass sie gegen die Rhinos ein bisschen besser abschneiden und dass, wenn die sehr lange drin stehen, dass sie zumindest auch einen Marksman oder so kriegen, ne, mit der Gülle. Zumindest, dass sie mehr von dem kaputt machen. Aber dass das so schlecht abschneidet, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, dass ich nie dagegen gebaut hätte, war klar. Aber ich hätte schon gedacht, dass das wenigstens ein bisschen minimal was macht. Ist aber nicht. Auch von daher, was fürs Leben gelernt. So, jetzt hole ich mir noch meine Karma-Punkte ab. Kein Verlust, diesmal wieder nicht. Okay, hier habe ich nur Verluste gehabt. Und jetzt habe ich mir einen fetten Pott Schokolade verdient. Bis dann, ciao, ciao.